Hallo! Hallo Leute! Herzlich willkommen zum Let's Play Portal. Oh ja. Ja, hier sind wir in Portal. Ich muss mal ganz kurz die Sounds und die Lautstärke ein bisschen unterstellen. So wie in Team Fortress die Einstellung. Ja, es ist Half-Life. Es läuft alles auf der Half-Life Engine. Nice. Stimmt, ja. Half-Life ist ja auch. Also starten wir mal Kapitel 1 in Testkammer 0,0. 0, 0. 0. 0? 0. Ach so. Ja. Okay, lade Daten. Ich habe gerade massivste Frame-Einbrüche, aber es legt sich wieder gerade. Nur zur Info, ich habe noch nie Portal gespielt. Ja, aber es ist ein sehr, sehr geiles Spiel und ich werde dir jetzt beweisen, dass es einfach nur geil ist. Ja. Und ich sitze hier gerade neben dem Leo, weil ich bin bei Besuch. Zu Besuch, by the way. Zu Besuch bei ihm, wollte ich sagen. Das mache ich immer am Anfang. Kaputt. Oh, die Klusche ist noch schon mal rein. Oh, da hat er nicht sauber gemacht. Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Aperture Firehouse. Grüß Gott. In der Entspannungskamera angenehm. Ja, super. Ihr Puffer wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Auf jeden. Dankeschön. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Na gut zu wissen, dass welches Ton durch. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas. Okay. Nicht anfassen? Okay, halte ich mir natürlich dran. Erstmal das Radio mitnehmen. Das ist übrigens wir da hinten. Oh, wir sind eine geile Nutte. Ja, die heißt Shell. Oh. Also Portal ist ein unheimlich gutes Spiel. Das habe ich vor langer Zeit mal gespielt und auch neulich erst wieder. In manchen Failaufnahmen. Oh, du musst den Würfel, glaube ich, da drauflegen, weil sonst geht das nicht, oder? Nee, ist total unlogisch. Ich glaube, wir bleiben einfach hier stehen und warten, bis uns die und bis uns unsere psychische Kraft dahin trägt. Oh, wieso geht das nicht? Ja, also auf jeden Fall legen wir jetzt mal diesen Würfel hier drauf. Hier ist übrigens die Testüberwachung, aber da sitzt ja gar keiner. Das wird in einem anderen Teil des Let's Plays noch Bedeutung erlangen, muss ich sagen. Ui. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Echt jetzt? Das bis jetzt finde ich es ja ziemlich geil, nicht? Ja, also ich werde jetzt noch mal ganz kurz die Aufnahme stoppen, weil ich kurz fällt mir so auf die Auflösung anpassen muss. So, da sind wir auch wieder. Jetzt nehmen wir hier mit glatten 250 Videoframes an und 30 Fileframes, die ich immer eingestellt habe. Oho. Aperture Laboratories und es läuft so schön flüssig, da freue ich mich richtig drüber. Ohne Witz, das finde ich immer toll. Hui. Und hier ist übrigens ein Leuchten, das ein kleiner Bug ist. Der allerdings nur in den ersten Testkammern auftritt. Testkammer 1. Hier gibt es nichts von den möglichen Dingen. Schön. Oh, okay, Radio, da gibt es ein Radio, Das Radio. Machen wir jetzt so im Max Payne-Stil. Oh, ja. Bullet Time. Ach so, klappt nicht. Stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt schweres Superkollisions-Supertropf. Ja, das würden wir ins Prinzip der Portale eingeführt. Wir können jetzt hier einen Würfel nehmen. Das leckt voll. Ah, oh, Tatsache. Jetzt haben sich die Frames wieder ein bisschen zusammengefickt, möchte ich fast sagen. Ach, verdammt. 15 Frames nur noch. Ja, kurz ist aber nicht schlimm. Kurze Stille. Moment, ich werde noch mal ganz kurz die Aufnahme beenden. So, das sind wir auch wieder. Yeah. Nehmt zwar nur noch mit 15 Frames auf, aber das ist dann auch noch akzeptabel. Ich will noch. What the verdammt. Fuck? Ja, es ist das Portal, das sich immer ändert. Ich habe es leider nicht hier auf den Kubus gelegt. Hier haben wir den Kubus rausgeholt. Das öffnet sich immer anders im Portal. Falls es noch nicht aufgefallen ist. Perfekt. So. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse. Da ein Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Blablabla. Ja, der Roboter wird später noch richtig geil. Dieser Roboter Stimmennamen ist Lados, by the way. Oh. Möchte ich mal gleich spoilern. Stimmt, da hast du mir was von dem Song erzählt, ne? Ja. Am Ende wird noch ein Lied gesungen. Oho. Wir werden das Spiel heute, denke ich, noch durchspielen, aber wir werden es dann halt in verschiedenen Parts veröffentlichen. Ich habe jetzt hier leichte Lecks. Ich hoffe, das ist nicht zu schlimm. Oh mein Gott, du bist so ein Arschgesicht. Mach doch lieber gar keine Aufnahme, du bist sowieso scheiße. Ja. Falls ihr diese Gedanken hegt, dann danke für eure Kritik.
Auch gut. Die Stelle ist eine meiner Lieblingsstellen. Also sehr quasi. Schön. Ja, also ich wäre beunruhigt, wenn diese Computerstimme nicht auf so schöne Sachen hinweisen würde. Oh mein Gott! Tsch, hat mich erschossen, ey. Und jetzt klauen wir uns einfach mal das Gegen ganz dreist. Puh. Sehr gut. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher. Das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor okay. allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus dem Mund führen. Gut zu wissen. Ja, das war schon. Alles Blaster hier. Das ist wie ein Silvester. Silvester! Puh, puh, puh! Tischkammer? 3. Nehmen Sie sich in die Kammerschleuse. KK. Hier gibt es immer noch nichts von den Möglichkeiten, die es geben kann. Und hier möchte ich euch einen grundlegenden Teil der Physik eines Portals erklären. Also, nehmen wir mal an, wir fallen hier mit 20 km/h rein. Dann gehen wir hier auch mit 20 km/h wieder raus. Also die Geschwindigkeit zwischen den Portalen verändert sich nicht. Zack, sind wir durch. Sehr gut. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch sie testen zu lassen. Achso, danke. Gut zu wissen. Also am Anfang ist es ja noch recht einfach. Ja, es wird aber noch relativ schwierig. Aperture Laboratories. Aperture Laboratories. Was ist das eigentlich zur Zeit? Portal müsste 9 Euro kosten, bin ich mir aber nicht sicher. Geil. Ich glaube, das werde ich mir holen. Willkommen in Testkammer 4. Der Multiplayer gibt es ja auch davon. Ja, aber nur in Portal 2. Achso, in Portal 2. In Portal 2 gibt es einen Koop-Modus. Kein Multiplayer. Koop und Multiplayer sind was anderes. Ja, das ist wieder sehr gut. Danke. Wir werden hier nur gelobt, ey. Das haben wir immer Angst. Wetten, da passiert jetzt irgendwas. Das wird zu gut. Eigentlich nicht, nee. Spoiler! Autsch. Jetzt hat er gleich mal eine kassiert. Mein Rücken ist gebrochen. Testkammer 4. 5. 5. Oh, was ist das? Das ist ein Würfel, der einem auf den Kopf fallen kann. So, also definiere ich das eigentlich immer. Ein Kopffallwürfel. Ja. Da hinten ist der Cube. Lol, da waren wir. Wir brauchen aber erstmal den hier. Und den werfen wir jetzt mal geskillt hier runter. Können wir die Aufnahme nochmal neu starten? Nee, Schatz. ja, den legen wir jetzt einfach mal hier drauf. Dann schießen wir hier unten erstmal eins hin, dann hier oben. Dann laufen wir hier rüber. Und werfen jetzt das aber. Oh, war das gut oder was? Boah, richtig cool. Und ein Radio. Nice. Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2. Nicht ohne mein Radio! Antenne Bayern und so, mein Schatz. Aber jetzt zeige ich euch mal, was Vaporisierung bedeutet. Okay. Gesund müsst ihr wissen. Vor allem sehr gut für die Haut, wenn ihr mal eine Kompletterneuerung eures Körpers wollt. Fragt nach der Vaporisierungsgesellschaft für Vaporisierungen. Es gibt auch noch die für Anthorisierungen oder was das heißt. Was ist das Gegenteil für Vaporisierung? Sieht schon etwas kniffliger aus. Testkammer 6. Hier können wir von dieser Energiekapsel erschossen werden und müssen sie wo reinbringen. Doch die Energiekapsel von Aperture Science, links von der Kammer, kann dauerhafte Schäden wie Vaporisierung hervorrufen. Passen Sie auf. Okay. Ja. Unglaublich. Sie, Subjektname hier, sind wohl der Stolz von Subjekt und auch hier. Das fand ich auch immer lustig. Wie viele Testkammern gibt's eigentlich? 19.